was Shinra Inc. nicht alles baut. Ja. Und oben ist ein Marco-Reaktor drauf, oder was? Auf dem Dach. Ja. Ich weiß nicht, könnte einer gewesen sein. Irgendwas, was leuchtet. Also ich glaube, von dem Reaktor hier wurde jetzt noch nicht. Nein! Keiner ist hier! Wer ist keiner? Zu spät! Hey, Rekrut! Das kommt davon, weil man so herumpennt. Ja. Hauptmann, wir nehmen eine Abkürzung! Okay! Gute Idee! Komm her! Okay, dreimal dürft ihr raten, welcher ich bin. Ja. Geht durch die Tür, wenn's geht. Da, das Leuchten. Ach so. Mal nachgucken, ob's da reingeht. Lass mich mal durch. Da ist ein Köter, kann ich den verhauen oder so? Ich kann da nicht lang. Was machst du überhaupt? Nee, der ist jetzt von selbst nach rechts gelaufen. Ey, mach mich jetzt nicht wütend. Wütender, als ich jetzt schon bin. Okay. Nee, es geht wirklich nicht. Ah, okay, es geht nicht. Also, habe ich mich nicht eingebildet. Er läuft automatisch darüber. Okay. Na dann? Ich will mit dir reden, Kamerad. Hey, Kamerad! In Ordnung, du zuerst! Ja. Ich will doch da so lang, verdammt. Okay. Das Spiel macht's mir aber auch nicht einfach. Zuschauerzahlen von Live-TV. 25%. Schleich dich einfach von hinten. Du musst dich jetzt in eine Reihe schleichen. Wer dann, bin ich? Und dann gleichmäßig... Bin ich das? Jetzt hör mir zu. Diese Parade wird live über Shinra TV auf der ganzen Welt ausgestrahlt. So, jetzt renn da rein in die Reihe. Ich kann nicht! Oh, wenn du schlecht aussiehst, dann sieht die ganze Armee von Jungen schlecht, von Junon schlecht aus. Denk daran. Denk dran und bau keinen Mist. Ja, war übrigens mein Text. Spring rein, wenn ich dir das Zeichen gebe. Schleich dich einfach von hinten rein. Bring die Reihe nicht durcheinander. Und egal, was du machst, versuch nicht von vorne reinzugehen. In Ordnung, Marsch, los! Und jetzt? Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Laden? Okay, hab's gedrückt. Ich krieg's nicht hin. Es geht nicht. Hey, drin nicht rum. Du musst auf jeden Fall X zurückbehalten, um zu rennen und dann ja, loslassen. Bist zu weit nach rechts gelaufen? Ja, ich habe auch gar nicht versucht, so weit nach rechts zu laufen. Mhm. Die Steuerung ist aber auch Himmel. Warte einfach, bis du kommst. Bis wir bei dir auf der Höhe sind. Das gibt's nicht, oder? Also, jetzt war ich schon fast dran und dann schickt er mich trotzdem noch zurück. Ich muss da irgendwie nach rechts laufen und dann muss ich gucken, dass ich möglichst schnell da dran komme. Jetzt. Jawohl, so bleib jetzt. Aber ich bin nicht im Takt. Bin ich im Takt? Ist egal. Oder? Hauptsache, wir schaffen's. Was zum Teufel hat dieser Soldat gemacht? Ich weiß nicht. Sind die Punkte gestiegen? Das ist furchtbar. Bin ich gefeuert? Oh ja. Was? Du bist gefeuert! Schick diesem Soldaten eine Bombe oder so! Granate halt! Jawohl! Oh Mann, ich hab's so drauf. Ich bin genial. Du bist der Gute. Wir haben's geschafft. Das ist immer noch mein Text, verdammt. Oh, Präsident Rufus. Hey, antreten und Schnauze halten. Keine Bewegung. Das ist genial. Wie ist der Job? Ja? Was ist mit dem Luftschiff passiert? Das steht da, oder? Das Langstreckenluftschiff wird immer noch vorbereitet. Es soll in etwa 3 Tage bereitet sein. Ja, 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 ja,
Was redest du da für einen Blödsinn? Es sollte in etwa 3 Tagen bereit sein. Ja, genau. Es soll nicht etwa 3 Tage bereitet sein, aber okay. Selbst die Gelnika der Luftwaffe? Ja. Oh Gott. Dir möchte ich auch nicht im Dunkeln begegnen. Hör auf mit diesem idiotischen Pferdelachen. Genau. Als Vater die Verantwortung trug, waren die Dinge anders. Und? Ja. Okay, das war die Kurzfassung, oder wie? Ja. Ist das Schiff bereit? Er hat doch schon gesagt, ja. Ja, Sir. Wir haben das dem... Er ist demnächst bereit. Kann ich nicht einfach hinrennen und ihn killen? Das wäre was. Hey! Ja? Will der mir was sagen? Zieht er hier gerade eine rein? Was soll's aussehen? Hey! Das Ding hebt jetzt ab, ja? Was für eine Katastrophe! Allerdings. Alles eure Schuld. Heidecker war wirklich gereizt. Alles eure Schuld. Der Mann im schwarzen Umhang streifte durch die Stadt, aber wir können ihn nicht finden. Wie? Da war so einer mit weißen Haaren, schwarzen Umhang und einem großen Messer? Mann im schwarzen Umhang? Er ist vor 2 oder 3 Tagen aufgetaucht und tötete einige Soldaten, unserer Soldaten. Wie ist der so schnell gewesen, verdammt? Ja, wir haben zu viel Zeit mit dem Falken-Eier-Gedöns da verbracht. Ja. Alles deine Schuld. Danach ist er sofort verschwunden. Es geht ein Gerücht um, dass es Sephiroth war. Das könnte ich mir auch vorstellen. Achtung, weggetreten! Muss ich auch. Ist schön, wie ich da rumstehe und nichts machen kann, ne? Ja. Ey, du! Legst du dich mit der Armee an? Wen stört's? Du bist zu faul! Keine Pause für dich! Komm her! Will der mir irgendwas sagen? Das ist das Militärsoldat! Der Tagesbefehl lautet, Präsident Rufus am Flugplatz zu verabschieden. Ich werde euch drillen, bis es soweit ist. Oh. Ich werde helfen, Sir. Ich auch, Sir. Also gut, stellt euch in Reihe und Glied auf und zeigt mir die Instellung. Der Tagesbefehl ist Formation. Merkt euch das. Fertig. Junon-Verabschiedungskommando, Marsch! Links, rechts, was? Dreieck, Kreis, Quadrat, Kreuz, was? Ja, ach so, das Quicktime-Event für Arme. Ach so, ich hab's begriffen. Nach links drehen. Nach rechts drehen. Ach so, ich kann da gar nicht mitmachen. In Ordnung, jetzt versuchst du. Ja. Okay, das krieg ich auch noch hin. Ja. Und das krieg ich auch noch hin, weil ich bin top. Okay. So, kapiert? Nee, das war mir eindeutig zu hoch. Natürlich hab ich's kapiert, du blöder Vogel. Also gut, mach keinen Patzer, wenn's ernst wird. Kannst du das jetzt auch auswendig, ohne Befehl? Kann ja sein, dass das jetzt als nächstes, dass du das auswendig machst. Also ich glaube, es war einfach Kreis, Dreieck, Viereck, X, also ein und schöner dann Kreis. Links und dann rechts. Genau. Okay. Und selbst wenn nicht, ist es mir egal. Befehlshaber, was ist die Spezialstellung für heute? Ich habe mich noch nicht entschieden. In Ordnung, Rekrut. Ich lass dich entscheiden. Zeig mir deine beste Bewegung. Oh Gott. Mal sehen. Meine beste Bewegung ist... Hier. Woo! Das ist fantastisch. Das ist cool. Aber ich würde das aber lieber mit meinem Schwert machen. Ja.
In Ordnung, das ist unsere neue, unsere spezielle Bewegung für heute. Übt sie! Ich kann sie schon. Ja, Sir! Ja, Sir! Also dann, Treffen am Flughafen kommt nicht zu spät. Oder ihr werdet Kartoffeln schälen bis in alle Ewigkeit. Achtung, weggetreten! Mir platzt gleich ein Hals, Schlagader-Dings. Okay. Du nimmst deine Sprecherrolle ein bisschen zu ernst. Ich mag meine Sprecherrolle. Verdammt, mein Gott, also wenn man da schon so einen militanten Typ hat, dann kann man doch auch ein bisschen Militär kannst du jetzt die anderen reinholen. Meinst du? Also ich wäre schon froh, wenn ich in die richtige Richtung laufen könnte. Ja. Aber das liegt eher an mir, glaube ich. Ja, drück mal da Knopf. Drückst du Knopf? Jetzt steht bestimmt wieder gleich Achtung da. Wie kommst du auf die Idee? Ich werde, da steht Caution. Ja. Attention, attention. Attention, attention. Major System Failure. Oder so in der Art. Okay, Vorsicht beim Aussteigen. Und ja. Mir wird diese Hafenstadt so langsam zu blöd. Warum? Könnte mal weitergehen. Was hast du gegen die Stadt einzuwenden? Die ist eigentlich... Was? Deine Schicht hat noch nicht angefangen. Immer mit der Ruhe. Das kennen wir doch irgendwo, ja. Mhm. Schade. Ja. Ich finde das eigentlich angenehm hier. Es ist irgendwie unterhaltend. Es ist witzig, ja. Ja. Also, das war auch so, dass das mir eigentlich bis jetzt an dem Spiel am besten gefallen hat. So der Humor bisher. Also, ja. Wenn mal dann irgendwo aber, was war... Die lustigste, coolste Szene war doch immer noch... Mit Rotkappe im Ghetto und mit den Frauenklamotten. Genau. Ja, das war was, das hat mir richtig gut gefallen an dem Spiel. Also, so Stellen können ruhig mehr kommen. Und diese Militärkacke hier, die ist auch okay. Mag ich, also... Solange wie die coole Musik im Hintergrund bleibt. Genau, die Musik ist super. Speichern wollen wir nicht. Speichern ist für Pussys. Obwohl, ja nee, speichern ist doch für Pussys. Nee, da wollen wir gar nicht rein, wir wollen ja eigentlich hier raus. Genau. Wollen uns am Flugplatz treffen, genau. Flugfeld, Flug... Irgendwas. Okay, rennen wir mal quer, wenn das sinkt. Und da stehen Leute, wer da kommt. Der Schwarze, kennen wir den? Ja. War das einer von den Turks? Ja. Okay, dann habe ich ihn irgendwie vergessen. Kannst du da in die Tür rein? Ich weiß nicht. Ich will jetzt mal gucken, ob ich mit dem hier irgendwas anfangen kann. Komm schon, vergiss deinen Job. Komm mal rein. Ja klar, sind wir doch dabei. Ja, kein Thema. Ich meine, die bezahlen mich sowieso nicht. Ich stehe nicht mal auf der Gehaltsliste. Ach, das ist ein Shop. Wow, das sieht auch sehr willkommen. Nach Ghetto aus. Das sieht auch sehr nach Ghetto aus, oder? Ich war gerade dabei, mir Sorgen zu machen. Verstehst du? Der Verkauf lief heute ziemlich schlecht. Okay. Hast du was anzubieten? Erkennen, versiegeln. Was? Geh mal auf versiegeln. Anstatt mit Zauber. Ausstattung. Versiegeln. Okay. Wiederbeleben. Hey! Cool. Haben wir die nicht mittlerweile dreimal? Wiederbeleben nicht. Doch. Vorher haben wir immer die Phönixfedern genommen. Meine ich aber schon. Wiederherstellen, so war das. Wiederbeleben ist was anderes, stimmt. Ja. Wiederbeleben ist nicht wiederherstellen. Wiederbeleben? Meinst du, dass man mit Wiederbeleben wirklich wiederbeleben kann? Ja, mit Phönixfedern? Ja. Nicht, dass das so ist wie mit Heilen. Nee. Ja, dann sollten wir das kaufen. Wiederherstellen, wiederbeleben. 3000 Gil, die haben wir auch gerade. Ey, die wäre doch super. Finde ich super. Die meisten Trefferpunkte von uns hat nichts an. Das hast wird wohl auch immer so gekauft? Ja. Mal gucken, ob wir was verkaufen können, oder? Objekte. Ja. Beruhigungsmittel, bla bla, Lokokraut. Vielleicht müssen wir nochmal einen Schokobo fangen, ne? Krabiball. Brauchen wir den wirklich? Demi für einen Gegner. Was bedeutet Demi? Schmeiß weg. Okay, mit Drillarmband brauchen wir ganz sicher nicht. Vier Schächte. Was bitte ist vier Schächte? Vier Schächte ist ein Armband, bei dem du vier Slots hast zum Ausrüsten. Okay, und der Sternenanhänger weiß auch kein Mensch. Friedensstifter. Den behalten wir mal. Powergriff, den haben wir uns noch gar nicht angucken, was der bewirkt. Die Metrillstange können wir verkaufen. Ja. Oh je, Entschuldigung. Ja, sehr freundlich. Schön noch ins Mikro rein. Ja. Sturmgewehr kann endlich weg, oder? Das, ja, kann weg. Wir haben ja neu ausgerüstet. Ja. Elixier, Geist, Granate, Augentropfen, Vagyris Klaue. Ist das die alte Waffe von Tifa? Nee. Nee, das ist gar keine Waffe. Die mit dem komischen Sack da bei Spinnnetz und Feld und sowas, das sind alles nur Items, wo du so genutzt Schutzweste kann. Und weiß ja gar nicht. Die kannst du. Oh, cool. Lass uns mal gucken, was wir da brauchen. Genau. Und im Zeug, was wir haben.
Also, Objekte. Da haben wir Beruhigungsmittel, Wachsamkeit. Können wir irgendwann überhaupt nicht. Geh mal auf Ordnen. Krieg einmal X. Eins nach rechts. Ja. Schlacht. Und nee. Das ist doof. Keine Ahnung. Schutzweste. Kann man mit der irgendwas anfangen? Nee. Schutzweste? Vier Schächte auch nicht. Talisman auch nicht. Wofür sind die Dinger? Das ist Ausrüstungsgegenstand. Ja, aber muss ja noch auf Ausrüsten gehen, oder was? Ja. Okay. Nixon müsste schon mit was ausgerüstet sein. Das war mit Sternanhänger. Mit Drillsäbel, mit Drillarmband, Sternanhänger. Der bewirkt was? Antigift, immun gegen Gift. Okay, und Rüstung mit Drillarmband. Und was ist mit der leichten Rüstung, die wir haben? Bringt die irgendwas? Gehen wir auf Zubehör. Wo? Eins runter. Kreis. Schutzweste macht Vitalität plus 10. Ach so. Sternanhänger macht Antigift und Powergriff macht. Oh, Stärke plus 10. Das sollte man sich überlegen. Ja. Also, das könnte durchaus einen Vorteil bringen. Ja. Gut. Das sind so einige Items, die man sollen wir die anlegen. Sternanhänger beide behalten oder sollen wir einen verkaufen? Sternanhänger machten? Antigift. Antigift ist eigentlich ziemlich gut, oder? Hm.